Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloudcatcher Chronicles. So, da ist noch eine Quest. Hoppala. Ja, Luf. Hi, Luf. Wie? Entschuldige, warte kurz, Luf. Ich wusste nicht, dass du in meinen Beutel rein musst. Perfekt. Jetzt aber. Dein Rucksack ist voll. Wahrscheinlich wegen Belohnungen, ne? Spitzenfisch. Ja, ich würde sagen, den kochen wir. Geht es jetzt? Ja, super. Hallo du. Nur zu. Nimm ein heißes Getränk. Hier kann es recht kalt werden. Nachdem der Blitz das Boot getroffen hat, kann ich mich an nichts mehr erinnern. Die Brauer haben mich gefunden und aufgenommen. Hier ist es fantastisch. Sie arbeiten hart, aber sie feiern auch gern. Nur Kuh, der Farbenfrohe, nicht. Aber er meint es gut. Wie schön, dass Captain Pullin nach uns gefragt hat. Sag ihm... Ich habe gedacht, er kann sich ja nichts erinnern. Naja. Sag ihm bitte, dass ich hier sehr glücklich bin. Und komme jederzeit vorbei, wenn du dich entspannen willst. Okay. Das hätten wir auch. Arcadia Eis. So, ich will hier... Genau. Darüber. Du hattest jetzt eh nichts, ne? Du bist nur der Farbenfrohe, ne? Ja. Genau. Da-da-da. So. Dann schauen wir mal. Da drüben wäre auch eine Quest. Da drüben ist auch noch eine Quest. Oh je. Warte mal. Komme ich von hier ran oder... Das schaut jetzt aber nicht so aus, als wenn es hier irgendwie weitergehen würde. Warte, das muss vielleicht drüben irgendwie sein. So außen und herum. Irgendwie in so eine Art Höhle wahrscheinlich. Lalalalalala. La 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 la. Oder es hat damit zu tun, hier das Feuer anzuzünden. Also. Du musst Feuerwasser herstellen. Achso, ja, das habe ich vergessen. Ups. So. Dafür brauche ich das Brauerset. Und fürs Brauerset brauche ich Wasser und Stein. So. Dann gehen wir halt mal auf Steinjagd. Alle Steine, Hände hoch. Na, das hat uns ausgeschaut, als wenn da was zum Einpflanzen wäre. Wick, 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 wick. Wenn du einmal einen Stein brauchst, ne? Dann gibt es plötzlich keine mehr. Ja. Ne Sonne. Ich brauche einen Stein. Bitte. Ich brauche einen Stein. Ja. Da, Stein. Zack, zack, zack. It's wonderful. Ich habe einen Stein. Zack. Gut. Dann können wir das jetzt mal herstellen, ne? Ja, das brauchen wir mal. Und jetzt das. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich von dem Zeug brauche. Ich mache jetzt einfach mal 3 Stück. So. Und gehe wieder zurück.
Oh, langsam. Marika! So. Dab, 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 dab. Und auch hier. Ja! So. Irgendwie hier rüber. Dam, 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 bam, bam, dam, bam, bam. Die nehmen wir auch mit. La la la. La 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 la. La la. La la. So, jetzt geht's aber. Und zack. Tararara. Ah, erscheinen tut, in die Richtung tut. Ich laufen muss darüber. Begrüße. Und nochmal. Tararara. Und erscheint darüber. Achso, wird mir auf der Karte angezeigt. Ups. Ja. Aha. Ich mache ihn kaputt. Tja. Und. Tadada. Darüber. Darüber ich muss. Tap, 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 tap. Jetzt würde ich lachen, wenn mir das Feuerwasser ausgeht. Nicht aufregen. Na, geht doch. Geht gut. Da oben wahrscheinlich jetzt. Jawohl. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tja. Und jetzt wahrscheinlich darüber. Ja. Sehr gut. Wie wir es uns gedacht haben. So. Da-ra-ra-ra. Sehr gut. Und nun gehen wir in der Höhle. Zack. Zack. Jetzt gehen wir in der Höhle. Da wächst ein Baum. In der Höhle wächst ein Baum. Und Kürbis? Tomaten. Was? Muss ich das verstehen? Aha. Okay, was haben wir denn da? Oh! Oh, hey, ein Mensch! Auf der Suche nach einem Stück Arcadia-Eis. Viel Glück. Das Arcadia-Eis ist von gewöhnlichem Eis eingeschlossen. Obwohl jetzt, wo du es sagst, vor langer Zeit haben die Menschen einen Weg gefunden, aber ich weiß nicht mehr welchen. Ich weiß nur noch, dass es mir in den Ohren gedröhnt hat. Aha. Das ist aber nicht so gut. Kling, kling, kling. Da kann man fischen? Echt jetzt? Aha. Okay. Und? Jetzt aber. Und hier? Hm. Hier unten. Das kann man auch zerdeppern. Und da haben wir eine Düsternis, die machen wir gleich kaputt. 7 brauchen wir, das ist mehr als genug. Tada! Eine Kiste. Aber schön ist's hier. Dass hier überhaupt was wachsen kann, ist ja schon erstaunlich. Ding, ding, ding. So. Spezielles Eis haben wir jetzt eigentlich nicht gefunden. Schade. Aber wenn es heißt, die Menschen wüssten einen Weg, wie das geht, werden wir das schon schaffen. Oder finden. Aha, hier ist auch was
ganz Besonderes. Ich meine, das hier ist Erz, das ist schon klar, aber das habe ich eigentlich gemeint. Eine Glocke. Aha, das hat in den Ohren getrönt. Okay. War das jetzt so klug? Oh, wow. Oh Gott, das ist schon schön. Das ist schon echt schön. Schau mal. Hey, ich glaube, wir haben das Problem gefunden. Gute Arbeit mit den Eiskristallen. Jetzt sollte es ein leichtes sein, ein Stück Arcadia-Eis zu schnappen. Okay. Ich habe vergessen, wie ihr Menschen Arcadia-Eis sammelt, aber jetzt fällt es mir wieder ein. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich wäre lieber froh, lieber wo es warm ist. Kann ich mit dir mitkommen? Sicher. Eine Suche nach Arcadia. Du hast entdeckt Arcadia-Eis. Du hast entdeckt Spike. Okay, und wir haben einen Erfolg bekommen. Also Steam-Erfolg. Soll ich hier mal fischen, ob es hier spezielle Fische gibt? Ich habe keine Ahnung, aber wir könnten es ja mal probieren, ne? Blatsch. La la la. Blanche, blanche. La la la. Oh ja, da kommt mal so ein Riesen-Oschi. Hopp, hopp, hopp. Dann ist es nur ein alter Stiefel. Ein großer alter Stiefel. Ah. So, Blatsch, was haben wir denn da? Nackelfisch. Okay, ja, es ist selber wie draußen. Es ist auch noch nicht dunkel, also kann ich mir das mit diesem Mitternachtsfisch abschminken. So. Dann würde ich sagen, wir hauen hier wieder ab. Aber schön ist es hier schon. Das muss man schon zugeben. So, und zurück. Zum Dorf, wollte ich gerade sagen. Hä? Ach so, das mit Geisterfisch habe ich gerade ausgerüstet, die Quest. Ich dachte mir gerade, was? Ich glaube, das war's schon wieder, oder? Okay. Bartduell ist dann nur noch. Modische Vogelscheuche wäre gut, jetzt schon zu ihr zu gehen, ne? Das wäre gut. Das wäre ganz, ganz gut. Aber da muss ich jetzt ein Stück... Da könnte ich mir erlauben. Oder war das zu Fuß? Das habe ich in der Tat schon wieder vergessen. Wo diese Vogelscheuche jetzt war. Auf jeden Fall mache ich mich mal auf den Weg dorthin. Vielleicht habe ich ja ein richtiges Glück und ich finde noch die eine Sämlingsstelle hier an. Die mir fehlt. Im Wasser ist auch eine Quest. Aha. Muss ich da was fischen oder wie? Glaube ich, ja. Also Geräusche gibt es hier, ne? Manchmal denkst du wirklich, es ist alles aus und geschenkt. Ja. Mega komisch. Na, egal. Ich möchte nach Möglichkeit zur Vogelscheuche. Ich glaube, da wäre es besser gewesen, mich hinzuporten. Glaube ich. Ah, hier ist es schon. Oder klar, oder? Gehört es noch zum Zitadel? Nein.
Nee, nee. Das war hier. Ah, da haben wir noch eine Düsternis. Die werden wir auch gleich beseitigen. La la la. La la la. So. Also, machen wir sie kaputt. Und tada. Bling. Sehr, sehr gut. So. Der Rucksack ist voll. Ach, immer dieselbe Leier. So, was machen wir denn jetzt? Ja. So. Jetzt aber. Meeresshampoo. Und keine Katze? Es miaut zumindest nichts. Nein. Boah, das sind viele Quests. Viele Quests, da gibt es einiges, was noch zu machen ist. Hier hätten wir auch eine Quest. Hallo. Na, wer bist denn du? Hm. Polly. Hallo, du, mir ist kalt und nass bin ich auch. Im Regen draußen sein ist nicht lustig. Kannst du mir helfen? Ich denke schon. Oh. Hallo. Oh. Nass, kalt, schnüff, helfen. Etwas besorgen, das Polly vor dem Regen schützt. Regenschirm? Eventuell? So. Das habe ich gut hinbekommen. Ich möchte, wohin? Jetzt habe ich das vergessen. Ja, sag einmal. Was? Vogelscheuche, jetzt habe ich's. Ich bin ja da bei der Quest, Herrschaftszeiten. So. Auf der anderen Flussseite wäre ebenfalls jemand. Ich glaube, ich bohre mich jetzt echt mal, aber ich weiß nicht wohin. Ich weiß es nicht. War es in der Nähe vom Glanzhof? Ich glaube eher hier. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich glaube, Glanzhof war es nicht. Ich bin mir echt unschlüssig. Könnte aber auch sein, dass ich jetzt einen Epic-Fail gemacht habe. Halt! Das wollte ich nicht. Ich wollte nur den Stein aufheben. Tap, 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 tap. Du liebe Zeit. Ja, wick, wick. Wick, 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 wick. Ja, ich glaube, da habe ich einen Blödsinn gemacht gehabt. Ich bin eigentlich eh wieder hier, nur an einer anderen Stelle. Aber vielleicht hatte das Ganze jetzt auch was Gutes, weil um mich herum war eh nur... ich wollte nur schauen, ob ich Sämlinge kriege. Ja, zwei, das passt schon mal. Ich wollte nur sagen, bei mir herum war jetzt eh nur Wasser. Okay, ich hätte noch ein Stück weiter rüber können. Tatsächlich? Hallo? Ich habe das total vergessen. Fällt das auf? Nein, oder? Dann war das hier drüben. Wie bin ich denn da hingekommen? Wahrscheinlich, weil ich hier das Spiel... Ja, ich hatte das Spiel hier begonnen, ne? Deshalb. So, Stückele noch. Ich hätte mich wirklich zu meinem...
zu meinem Bauernhof porten können, ich Depp. Das passt mir aber eh ganz gut, weil dann kann ich nämlich meine Sachen dort mal reinlegen, was ich nicht mehr brauche. Also die Kleidungsstücke und Shampoos und das Ganze, ne? Weg damit. So, das hier ist es nicht. Da vorne ist das Lager. Oh, ich kann schon wieder ernten. La 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 la. Alles meins, alles meins. La 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 la. Alles meins, alles meins. La 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 la. So. Rucksack. Also, das kommt weg. Das kommt weg. Kleidungsstücke weiß ich jetzt noch nicht. Das da und das da. Und das da und das da. Und das hier. Ich würde sagen, die Kleidungsstücke haue ich jetzt auch mal raus. So. So. Da unten haben wir noch was. Wenn ich erst echt was brauche, kann ich immer wieder hier zu den Bauernhöfen hin und dann passt das schon. Nur die Sonnenbrille möchte ich gern behalten. So, jetzt muss ich wieder Platz haben. So. Obwohl, jetzt wollte ich schon fragen, ob der fehlt. Bietet einem kleinen Tier reichlich Platz? Das ist die Frage. Ob man hier mehrere kleine Tiere hertun kann? Alles entfernen. Grasfuchs. Das heißt, ob ich jetzt da mehr Tiere haben darf mit nur einem Stall? Ob das klappt? Hier dasselbe? Großen Tieren Platz. Oder ob ich da jedes Mal einen Stall bauen muss für die Tiere, das ist die Frage. Ob ich da verschiedene Sorten reintun muss, ist auch eine Frage. Oder ob es auch zwei Groovels sein dürfen. Hallo? Na du? Ich will dir mal was geben. Kommst du mit mir mit? Ich will was testen. Ja? Fast. Hier. So. Du musst schon beim Zaun rein. Ja, genau so. Und jetzt, ha? Groofer. Oder ich muss verschiedene Tiere haben. Das kann auch sein. Und jetzt, ha? Darfst du hier bleiben? Oder muss ich jetzt noch ein Häuschen aufstellen? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da habe ich jetzt einen Blödsinn gemacht. Ist egal. So. Zack, 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 zack. Alles meins. Das kann ich dann schon wieder verkaufen. Kann ich mit dir jetzt knuddeln? Na. Dann knuddel ich mal mit dir. So. Ja, genau so. Aber wo ist mein Fuchs hin? Mein Waschbärfuchs. Der war doch immer hier. Jetzt ist Waschbärfuchs weg. Mein kleines Fuchsi. Wahrscheinlich, weil ich ihn... Habe ich den mal mitgenommen? Ich hoffe nicht, dass ich so dämlich war. Egal. So, Quest. So. Also nochmal. Lauf, lauf, lauf. Ja, Entschuldigung. Ich hab dich auch lieb. Tja. Zack, zack. Und zack. Weil Stein brauchen wir eh mehr als genug. Aha. Da drüben habe ich gerade zwei Plätze gefunden zum Sämling anpflanzen.
Das ist unglaublich. Man rennt da einfach mal im Kreis herum und findet immer wieder neue Sachen. Und oben ist eine Katze. Da oben. Ich habe dich gesehen. Ja, ich gebe schon mein Bestes. Ich muss. Ja, hallo? Ja. Oi. Hab dich. Glaube ich. Ja, das Schnurzi. Katze ist glücklich. Eins, zwei und bam. Sehr gut. Ah, hier oben bin ich. Ich werde ein bisschen später runterpurzeln, weil ich muss ja mit dem Captain da drüben noch sprechen, ne? Was ist das hier für eine Quest? Hier kann das nicht sein, oder? Unterhalb. Höhle. Oder so. Aha. Puh. So. Darunter? Darüber eher, oder? So weit herüben war das mit der Vogelscheuche. Okay. Da habe ich echt Blödsinn gemacht. Wahrscheinlich ist jetzt schon Sommer mittlerweile. Au. Oh. Oh Mann. Ich habe meine Kleider eh nicht mit. Das ist jetzt eh komplett für den Hugo. Ich wollte einfach nur wissen, was sie haben möchte. Naja, und ein paar Steine haben wir auch gefunden. Ganz so viel die Fisch war es jetzt eh nicht. Da ist sie. So, hallo. Meeresluft liegt in der Luft. Das ist Frühling. Im Frühling dreht sich alles um Sonne und frische Luft, Baby. Um Yachten und um Segel. Bring mir eine Sonnenbrille, ein Segeloberteil und eine Segelhose. Also das mit der Sonnenbrille haben wir schon. Jo. Segeloberteil, das darf ich mir aber nicht selber schneidern, oder doch? Kann ich es mir? Segeloberteil? Regenmantel kann ich mir selber basteln. Ansonsten, no. Nein. Dann könnte ich jetzt aber trotzdem mal zum Strand marschieren. Weil... Da wäre jetzt... Ich glaube, ich laufe falsch. Da wäre die Quest für den Seefahrer. Ja, darüber muss ich. Halt, war da jetzt ein Felsen? Natürlich war da ein Felsen. Und... Bau. So. Dann kann ich nämlich die Quest auch schon abschließen. Dann haben wir wenigstens irgendwas mal geschafft hier. Ah jo. Ja. Darunter stürzen ist jetzt auch nicht unbedingt schlau, aber ich wollte jetzt schauen wegen Steine. Ob ich vielleicht noch ein oder zwei große anfinde. Aber auch den nehme ich mit. Da vorne ist auch nochmal ein Steinchen. Ah, da haben wir schon die großen. Bam. So. Und da auch noch. Zack, zack und bam. So. Den nehmen wir auch mit. Lianen nehmen wir auch gleich mit. So. Jetzt müssen wir schon da sein. Heureka! So, Herr Captain, deiner Mannschaft geht's gut. Oh. Seemann und Chip. Seemann Luff und Seemann Truck wurden von dir gefunden. Klingt, als würdest du sie alle genau, würden sie alle genau das tun, was sie wollen. Seemann Chip ist mit vollem Herzen Koch. Seemann Tuck liebt Pflanzen und Tiere. Und Seemann Luff ist glücklich und hat Spaß. Das freut mich so sehr. Klingt, als hätten sich alle gut eingelebt. Da wir in nächster Zeit keine Reise planen, gebe ich das dir. Dir wird es nützlicher sein als mir. Und wenn du die Mannschaft siehst, sag ihnen, ich freue mich, dass es ihnen gut geht. Finde die vermisste Mannschaft abgeschlossen. Segeloberteil. Oh, nur das Oberteil. Ja, die Hose auch. Und die Brille auch noch? Na, das ist wurscht, aber wir hätten das schon mal. Geil! Jetzt können wir die Quest auch abschließen. Jetzt verliere ich halt eine Sonnenbrille, aber ich glaube, die darf man sich auch basteln, glaube ich. Wenn ich irgendwann mal die Sachen dafür habe.
so in 200 bis 300 Jahren. So. Also ein wildes Hin und Her. Aber ich hoffe, dass sich jetzt unsere Vogelscheuche freuen wird. So, den Stein kloppen wir noch weg. Zack. Sehr, sehr gut. So. Wo war er denn jetzt? Hü-hüpf. So, das nehmen wir mit. Da ist er schon. Und dann beenden wir den Part. Tja, begrüße. Hier hast du deine Fetzen. Ich habe gehört, was? Achso. Ich sehe toll aus. Ich spüre, wie ich immer schicker werde. Aber Modefreaks kennen keine Rast. Ich muss schon heute wissen, was morgen angesagt sein wird. Ich muss wissen, ob was in und was out ist. Komm später wieder und ich verrate dir, was gerade angesagt ist. Cool. Das heißt, Frühling haben wir abgeschlossen. Dann ist der Sommer als nächstes dran, ne? Aber bis dahin werden wir mal den Part beenden. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.